Sehr geehrter Bürgermeister Hermann Rewski, sehr geehrter Herr Ritter, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie anlässlich des morgigen Holocaust-Gedenktags hier in der Volkshochschule Leverkusen, im Forum Leverkusen. Und ich möchte mich als erstes beim Kollegen Ohren bedanken, dem Leiter der Leverkusener Musikschule, der uns wieder dieses Orchester hier besorgt hat für diesen Tag. Es musiziert heute das Cello Bass Ensemble der Musikschule unter der Leitung von Annette Mayer. Und als erstes hören Sie das, ein Lied aus der jüdischen Liturgie, das sehr bekannte Lied Hosel Shalom von der israelischen Komponistin Nurit Hirsch. Entschuldigen Sie, dass ich das vielleicht nicht richtig ausspreche, aber ich habe es leider nicht besser drauf. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall als allererstes dann noch bedanken bei Herrn Müller vom Jüdischen Museum in Westfalen. Er hat diese Ausstellung hier konzipiert und er hat sie auch noch ausgeliehen. Also vielen Dank, dass wir das hier zeigen können. Ja, erlauben Sie mir auch noch ein paar Worte zur Ausstellung selber. Diese Ausstellung weicht thematisch etwas von den Ausstellungen, die wir vorher hier gezeigt haben, ab. Bislang haben wir eher eigentlich Sachen Dokumentationen gezeigt der Nazi-Barbarei und auch die Versuche dieser Barbarei zu entkommen. Die aktuelle Ausstellung zeigt eher die Normalität jüdischen Lebens. Sie zeigt, es waren Menschen wie du und ich, die plötzlich stigmatisiert, ausgegrenzt und umgebracht wurden. Das sollte bewusst machen, Willkür kann jeden treffen, wenn die politischen Verhältnisse danach sind. Und diese ändern sich. Leider leben wir in einem Zeitraum, in dem Extremismus und Rassismus wieder salonfähig werden, Sündenböcke wieder gern gesucht werden und die Geschichte zunehmend verdrängt und umgedeutet wird. Politische Bildung in der Volkshochschule und Ausstellungen wie diese können sicher keinen großen Beitrag gegen Rassismus und Hetze leisten, doch alles, was gegen diese Tendenzen steht, ist besser als nichts zu tun. Ich darf nun Herrn Bürgermeister Marewski bitten, die Ausstellung zu eröffnen. Danke, Herr Spruhe, sehr geehrter Herr Ritter, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich begrüße Sie im Namen der Stadt Leverkusen zur Ausstellungseröffnung Menschensteine Migration zum Holocaust-Gedenken. Herr Oberbürgermeister Richard bedauert sehr, dass er wegen anderer Verpflichtungen nicht kommen kann und bittet, dies zu entschuldigen. Der Holocaust-Gedenktag markiert den Jahrestag, an dem das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde. Allerdings befreit wurden zu diesem Zeitpunkt nur wenige Menschen, die das Vernichtungslager überlebt haben. Sie sind Zeitzeugen, die, soweit sie dies persönlich verkrafteten, vom unermesslichen Grauen der Nachwelt berichten konnten. Dokumentationen zeigen zu Skeletten abgemagerte Häftlinge mit geschorenen Köpfen, denen das Erlittene aus den Augen schaut. Unerträglich ebenso die Filmaufnahmen, die zeigen, wie Tote mit einem Bulldozer in Gräber geschaufelt wurden. All diesen Menschen gleich war die eintätowierte Nummer am Unterarm. KZ-Opfer waren namenlos, sie hatten im Leiden kein Gesicht. Es liegt an uns, es ist unsere menschliche Verpflichtung, diesen Menschen ihr Gesicht zurückzugeben, indem wir uns ihrer erinnern, ihrer Namen, ihrer Persönlichkeit. Auch in Leverkusen ist es bis heute so, dass wir, wenn wir Namen verschiedener Familien hören, an den Holocaust denken. Familien, die vor dem sogenannten Dritten Reich mitten unter uns ein ganz normales Leben führten. Die Bäckersfamilie Nathan, bei der die Bayer-Mitarbeiter nach der Schicht ihre Brötchen kauften. Der Bayer-Chemiker Dr. Weiler, Abteilungsleiter im Ruhestand. Die Familie Heumann, Inhaber eines Maler- und Tapetengeschäfts. Der Metzger Salomon, der im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz erhalten hatte. Die Opladener Schwestern Benjamin mit ihrem Bekleidungsgeschäft.
Die Hittower Familie Herz, angesehenen Viehhändler in der dritten Generation, deren Sohn Bauern zur Flucht verhalfen. Die Wiesdorfer Familie Badler. Sie waren Leverkusener, Opladener, Schlebuscher. Sie waren Nachbarn. Sie waren in der Gesellschaft angesehen und anerkannt. Sie engagierten sich gesellschaftlich und auch politisch. Während des Krieges und danach verließen viele Überlebende Deutschland ihre Heimat. Die Erinnerung an das erlebte Grauen blieb unauslöschlich. Hinzu kam dann noch lange das Heimweh. Heimweh nach Hittorf, wie bei Philipp Herz in Argentinien, so wird berichtet, oder bei den Badlers aus Schlebusch, die in Israel auch etwas dem Karneval nachtrauerten. In Leverkusen zeugt von dem jüdischen Leben vor 1933 nur der jüdische Friedhof, der 1939 stillgelegt worden war. Und vor knapp 2 Jahren, im Jahre 1916, wenn wir im Jahre 2016 nach 77 Jahren vom Verein Davidstern als Teil des neu entstehenden jüdischen Lebens in Leverkusen wieder in Betrieb genommen wurde. Vom jüdischen Alltag ist nach der beispiellosen Barbarei des Dritten Reiches nichts mehr erhalten. Das Jüdische Museum Westfalen in Dorsten zeigt exemplarisch, was, ungeachtet von regionalen Unterschieden, in Leverkusen gewesen sein kann. Jüdisches Leben im Rheinland in seinen Facetten, als normaler Alltag. Jüdisches Leben ohne die Opferperspektive. Dieser Blick auf das alltägliche Leben macht mit Blick auf den später folgenden Holocaust die Geschehen während der Nazizeit umso fassungsloser. Alteingesessene Familien, so auch in unserer Stadt, wurden von einem auf den anderen Tag ausgegrenzt und verfolgt, vertrieben, deportiert, ermordet. An diese Geschichte unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erinnern, ist ein Zurückgeben der Würde, auch Trauerarbeit, vor allem aber ein Auftrag für alle. In Deutschland? Nein, nicht nur hier, sondern in Europa, in der Welt, darf Fremdenhass, darf Antisemitismus, aber grundsätzlich jegliche rassistisch und religiöse begründete Menschenfeindlichkeit nicht hingenommen werden. Dafür Sorge zu tragen, dass wir von gegenseitigem Respekt geprägt, friedlich und freundschaftlich in der Gesellschaft zusammenleben, ist für uns alle eine unumstößliche Verpflichtung. Hinter diesem Grundsatz für unsere freie demokratische Gesellschaft stehen bei uns in Leverkusen alle Religionsgemeinschaften ohne Ausnahme. Dies zeigt sich zum Beispiel bei der jährlichen Gedenkstunde am 9. November, wenn am Platz der Synagoge der Opfer des Holocaust gedacht wird. Repräsentanten von christlichen, jüdischen, muslimischen und buddhistischen Religionsgemeinschaften erinnern gemeinsam an die Opfer von Rassenhass und mahnen ein gewaltfreies, tolerantes Miteinander an. Jede Generation muss diese Erkenntnis neu erarbeiten. Unsere Schulen setzen daher ein Zeichen der Hoffnung, wenn sie sich mit dem Holocaust auseinandersetzen. So zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler des Landrat-Luxas-Gymnasiums und der Montanus-Realschule mit ihren Beiträgen zur Gedenkstunde am Platz der Synagoge. Und das Lise-Meitner-Gymnasium, deren Schülerinnen und Schüler die Stolpersteine mit ihrer Putzaktion sichtbar bleiben lassen. Besonders möchte ich an dieser Stelle der Musikschule mit ihrem Leiter Herrn Ohren danken. Unsere Leverkusener Musikschule hält seit langem mit ihren Klezmergruppen das jüdische Liedgut lebendig und trägt mit ihren Reisen nach Israel ebenfalls zur Aussöhnung bei. Vielen Dank, Herr Ohren, dass Sie ermöglicht haben, auch diesen Abend wieder so gefühlvoll mitzugestalten, dieses Mal mit dem schönen Ensemble der Musikschule. Vielen Dank. Erlauben Sie mir einige Sätze zur Gegenwart, bevor wir gleich den Blick auf das vergangene jüdische Leben richten. In Leverkusen gibt es seit 20 Jahren wieder eine jüdische Gemeinschaft. Wenn Sie Erinnerungsstücke aus deren Vergangenheit sehen möchten, dann finden Sie diese derzeit in der Villa Römer in der Ausstellung über die lokale Migrationsgeschichte. Die Ausstellung steht unter dem Namen Angekommen,
angenommen. Die Familie Ismikanov, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, vom Verein David Stern, stellt sich dort vor, als Stimme der ehemals russischen jüdischen Zuwanderer in Deutschland Schutz vor Diskriminierung gesucht hat. Dieses Vertrauen in Leverkusen als einen Ort, der aus der bitteren Lehre der Vergangenheit gelernt hat, dürfen wir nicht enttäuschen. Unser Anspruch an einen respektvollen, friedlichen Umgang geht in alle Richtungen. Er ist der Grundstein für ein Leben in Frieden und Sicherheit. Wegen der aktuellen Zunahme von antisemitischen Vorfällen hat der Bundestag vor einer Woche auf gemeinsamen Antrag von Union, SPD, Liberalen und Grünen beschlossen, die Stelle für einen Beauftragten zur Bekämpfung des Antisemitismus einzurichten. Dieser Beschluss war auch ein Signal an die jüdische Gemeinde, dass ihre Sorgen vor Bedrohung ernst genommen werden. In Leverkusen richtet dankenswerterweise unsere Volkshochschule traditionell für den Erntestrube eine Veranstaltung zum Holocaust-Gedenkmal, den Gedenktag aus. Ich danke allen, die zur heutigen Veranstaltung beigetragen haben und Ihnen, den Gästen, dass Sie mit Ihrem Besuch das wichtige Anliegen unterstützen, somit beizutragen, allen Menschen stets mit Würde zu begegnen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht es auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. An allererster Stelle unter Römisch 1 die Grundrechte, Artikel 1, Satz 1 und das mit Recht. Der Ritter vom Jüdischen Museum wird uns als Kurator gleich die Ausstellung Menschen, Steine, Migration erläutern. Wir werden von dieser Ausstellung und den Aussagen sicherlich beeindruckt sein und wir werden das mahnende Gedenken aufnehmen. Diese Ausstellung, die noch bis zum 20. Februar geht, wünsche ich viel Erfolg. Vielen Dank. Herr Bürgermeister Maleski, Sie hören nun die ebenfalls sehr bekannte Komposition, jetzt wird es wieder schwierig, Kol Nidrei von Max Bruch. Das Werk basiert auf dem jüdischen Gebet Kol Nidrei, das am Vorabend des höchsten jüdischen Festtages, den Yom Kippur, gesprochen wird. Max Bruch war übrigens kein Jude, er war Protestant, 1938 geboren in Köln und 1920 gestorben.
Herr Widder ist wissenschaftlich pädagogischer Mitarbeiter am Jüdischen Museum Westfalen, das habe ich schon gesagt, und hat diese Ausstellung kuratiert. Meine Damen und Herren, ich beginne mit einem längeren, eher literarischen Zitat. Danke. Kennen Sie jene Drecksnester, wo man sich vergebens fragt, warum die Eisenbahn dort eine Station errichtet hat? So heißt es am Anfang von Heinrich Wölls Erzählung Die Botschaft. Daran musste ich denken, als ich mich während einer Dienstreise in Borken aufhielt, einer kleinen Stadt im Nordwesten Deutschlands, nicht weit von der holländischen Grenze. Nach unseren Maßstäben wirklich nur ein Städtchen mit seinen 15.000 oder etwas mehr Einwohnern, erinnert es entfernt an das alte Rewa. Es gibt sicherlich viele solcher Städtchen in Deutschland und nicht nur dort. Sie sind über ganz Europa verstreut. Diese kleinen alten Städte, die aussehen wie lebendige Gemälde deutscher oder holländischer Meister des 17. Jahrhunderts. Einmal schlenderte ich gegen 6 Uhr abends durch Borken. Der Tag neigte sich schon seinem Ende zu, aber der Abend war noch nicht angebrochen. Durch die laue Luft schwang der tiefe, dumpfe Ton einer Glocke, der die Gläubigen zum Abendgottesdienst rief und zur Eile drängte. Nicht weit vom Kirchplatz entfernt stieß ich auf eine kleine, menschenleere Grünanlage. Und dort, gleich am Rande dieser kleinen Anlage, stand ein vierkantiger Pfeiler mit pyramidenförmigem Abschluss. Ich ging näher und entdeckte auf der Vorderseite des Steins den Datenstern und darunter diese Inschrift. Wir ließen es geschehen und bedachten nicht die Folgen. Haben wir daraus gelernt? Hier am ehemaligen Nonnenplatz wurde am 9.10. November 1938 die Synagoge der jüdischen Gemeinde Borken zerstört. Die Stadt Borken gedenkt ihrer jüdischen Mitbürger, die durch Emigration und Vertreibung, Deportation und Ermordung Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden. Lange stand ich wie gebannt und las wieder und wieder diese Worte. Dieses Zeugnis des Gedenkens, der mahnenden Erinnerung dieser Stadt an ihre einstigen Mitbürger. Das Gedächtnis ist etwas Wunderbares. Oft hält es fest, was zu erinnern sich eigentlich nicht lohnt, beziehungsweise man lieber vergessen möchte. Und das, was man nicht vergessen sollte, lässt es entgleiten. Und dann errichtet man Mahnmale, aber nicht, um ein solches Geschehen dann endgültig zu vergessen. Nein, solche Gedenksteine sind Mahnungen einer Generation an die andere, wie eine Stafette, die die Erinnerungen weiterreicht. Geht weiter, schreitet voran, aber vergesst nicht. Gedächtnis ist die Gegenwart der Vergangenheit. Aus der Anlage führte mich mein Weg zurück ins Zentrum der Stadt. Sacht wie mit leisen, behutsamen Schritten war der Abend gekommen. Ich kam auf den Kirchplatz. Unaufhörlich öffneten und schlossen sich die Türen der zahlreichen Cafés, der kleinen Restaurants und Geschäfte. Auf den dunklen Kronen der Bäume glitzerte es silbrig in der abendlichen Straßenbeleuchtung. Und ich wollte gerne dieses alle miteinander verbinden. Die Reinlichkeit der Straßen und die Frische der Häuser von Borken, die aussahen, als wären sie extra zu meiner Ankunft in allen Regenbogenfarben frisch angestrichen worden. Die lächelnden Gesichter der Vorübergehenden und den Gedenkstein.
der mich so tief bewegte. Und dann verstand ich, das ist alles eins. Es ist die Ehrfurcht vor dem Leben und den Lebenden und die Ehrfurcht vor der Erinnerung an die Umgebrachten. Mir scheint, solche Mahnmale stehen, da geben sie Zeugnis von der Größe der Seele jenes Volkes, auf dessen Erde sie errichtet worden sind. Anders kann es nicht sein, anders ist es gar nicht möglich. Und die Glocke rief und rief noch zum Abend. Der Autor dieses hier in Auszügen vorgetragenen Textes heißt Viktor Leningrad. Er wurde 1938 in Leningrad, heute St. Petersburg, geboren. Ist unter anderem Journalist, Literaturwissenschaftler. Und nach seiner Rückkehr aus Borken erschien dieser Artikel am 5. April 1992 in der jüdisch-russischen Zeitung Mein Volk in St. Petersburg. Herr Leningrad wohnt heute in Deutschland in Wuppertal. Es sind Spuren, wie die hier von Herrn Leningrad beschriebenen, auf die man meist zufällig stößt, wenn man eine fremde, aber auch die eigene Stadt. Gedenksteine, Tafeln, Stelen, Stolpersteine und Friedhöfe verweisen uns heutige Bewohner und Besucher auf die jüdische Vergangenheit. Informieren uns die in den letzten 30 Jahren entstandenen Inschriften meist recht konkret über die historischen Geschehnisse, so sind viele ältere Inschriften oftmals von einer erschreckenden Banalität, wie dieses Beispiel, das folgende Beispiel zeigt. Hier stand von 1817 bis 1936 die Synagoge. Punkt. Interessant ist auch ein weiteres Beispiel, ein Stein aufgestellt 1961 auf einem nach 1945 nicht wieder hergerichteten Friedhof. Die Grabsteine sind verschwunden. In der hebräischen Inschrift wird der Nationalsozialismus ausdrücklich für die Zerstörung dieses Friedhofs und für den Untergang der Kultusgemeinde verantwortlich gemacht. Die deutsche Inschrift bleibt dagegen unverbindlich und allgemein zur Erinnerung an die jüdischen Mitbürger, die hier ihre letzte Ruhe fanden. Ich gehe davon aus, dass die meisten keine Unterschätzung haben. In den meisten Orten, in denen es vor 1938 jüdisches Leben gab, gibt es bis heute nur noch diese Spuren. Die Zuwanderer der letzten 20 Jahre fanden den Weg vor allem in die Städte, in denen bereits jüdische Gemeinden bestanden haben. Hier finden sich heute in einer ganzen Reihe von Großstädten Synagogen, Neubauten, als signifikante Zeichen eines neuen Judentums. Sie setzen eindrucksvolle Wege ein. Waren die zum Ende der 1950er Jahre und zum Anfang der 1960er Jahre gebauten Synagogen in ihrer äußeren Gestalt sehr zurückhaltend, so prägen die neuen seit 1996 in den Nordrhein-Westfalen entstandenen Synagogen in eindrucksvoller Weise die Stadt. Passanten bleiben stehen, äußern sich anerkennend. Besuchergruppen lassen sich durch die neuen Synagogen führen und ihre Funktion erklären. Für die Gemeindemitglieder wächst dadurch der Stellenwert ihrer Synagoge. Und dadurch, oder eben auch dadurch, dass die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft ein Interesse an ihr zeigt. Diese Synagogen sind in die Mitte zurückgekehrt, mitten in die Stadt und mitten in das Leben. Die seit 1990 stattgefundene Zuwanderung gehört in eine Reihe von Wanderungsbewegungen der letzten 116 Jahre. Es waren meist Menschen aus Osteuropa, die für eine Belebung des jüdischen Lebens in Deutschland sorgten. Die erste uns in diesem Kontext interessierende Einwanderungswelle begann kurz nach 1900. Auslöser waren unter anderem Pogrome in Russland. Später kamen zur Kompensierung des Arbeitskräftemangels während des Ersten Weltkriegs osteuropäische Arbeiter, darunter auch viele Juden.
Sie stammten vor allem aus dem österreichischen, ungarischen Galizien und aus Russland sowie aus Polen. Ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Ansiedlung war das Ruhrgebiet. An Rhein und Ruhr lebten und arbeiteten 1922 ca. 17.000 Menschen ostjüdischer Herkunft. Im Ruhrgebiet machten sie 30-40% der jüdischen Bevölkerung aus. Der Begriff Ostjude verweist auf soziale und kulturelle Unterschiede, aber auch auf die Geringschätzung den Neueinwanderern gegenüber. Das vorwiegend liberale deutsche jüdische Bürgertum betrachtete diese Personen als die armen Vettern, die die Klischees von den fremden Juden nur verstärken würden. Wer aber kann aufgrund der komplizierten Wanderungsprozesse europäischer Juden aus welchem Grunde als Westjude und wer als Ostjude bezeichnet werden? Der Schriftsteller Josef Roth schrieb zur Problematik dieser Abgrenzung 1927: Wer ist Westjude? Ist es derjenige, der nachweisen kann, dass seine Ahnen in der Lage waren, vor den westeuropäischen bzw. deutschen Pogromen im Mittelalter und später jemals fliehen zu müssen? Ist ein Jude aus Breslau, das lange Zeit Wrocław hieß und eine polnische Stadt war, mehr Westjude als einer aus Krakau, das heute noch polnisch ist? Ist derjenige schon Westjude, dessen Vater sich nicht mehr daran erinnern kann, wie es in Posen oder Lemberg aussieht? Fast alle Juden waren einmal Westjuden, ehe sie nach Polen und Russland kamen. Und alle Juden waren einmal Ostjuden, ehe ein Teil von ihnen westjüdisch wurde. Und die Hälfte aller Juden, die heute verächtlich oder geringschätzig vom Osten sprechen, hatte Großväter, die aus Dagobol kamen. Josef Roth, Juden auf Wanderschaft. Jüdische Menschen aus Osteuropa spielten auch bei den Neugründungen der Gemeinde nach 1945 eine wichtige Rolle. Nach einer Statistik der britischen Regierung lebten 1946 im Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens ca. 2500 Juden, deren Heimat schon vor der Shoah im Rheinland oder in Westfalen gewesen war. Hinzu kamen, wie überall in Deutschland, aus den Ghettos und Vernichtungslagern befreite Juden, die sogenannten Displaced Persons. Sie kamen vor allem aus Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei. Dort, wo es Arbeitslager gegeben hatte, wie etwa in Bochum, hatten die Alliierten Auffanglager für diese Menschen eingerichtet. Wegen der unsicheren politischen Verhältnisse wollten die meisten von ihnen nicht mehr in ihre Heimatländer zurück. Die Machtübernahme der Kommunisten und ein wiederauflammender Antisemitismus in Polen ließen sie in Deutschland bleiben, um von hier aus die Migration vorzubereiten. Aus Palästina bzw. nach der Staatsgründung aus Israel kamen immer wieder Delegationen in die großen, die P-Camps, um die Menschen für eine Auswanderung zu gewinnen. Die unsichere politische und militärische Lage im Nahen Osten hielt aber manchen davon ab. Anfang der 1950er Jahre lebten von etwa 200.000 dieser Displaced Persons noch 12.000 in Deutschland. Einige hatten sich in den Jahren des Wartens eine berufliche Existenz aufgebaut, andere hier einen Ehepartner gefunden. Die Menschen waren anders als die meisten Deutschen. Sie waren jünger, kamen aus einem stark orthodoxen Milieu, sprachen Jiddisch, religiös waren sie, wie gesagt, konservativ bis orthodox ausgerichtet. Und daher war das Zusammenleben beider Gruppen in den Gemeinden und in den Gottesdiensten anfangs nicht immer einfach. Später fanden sie einen Weg, der es allen Glaubensrichtungen ermöglichte, ein gemeinsames Gemeindeleben zu praktizieren. Diese Form des Zusammenlebens nannte man damals und heute auch die Einheitsgemeinde.
Mitte der 1950er Jahre entstanden dann die ersten Pläne für den neuen Synagogenbau. In Westfalen und im Rheinland konnten bis 1961 9 neue Synagogen gebaut und eingeweiht werden. Darunter Dortmund 56, Gelsenkirchen 1958, Düsseldorf auch 1958 und in Bonn und im ersten 1959. Selbst als sich die Gemeinden nach ca. 10 Jahren einigermaßen etabliert hatten, rechnete kaum jemand damit, dass Juden in Deutschland eine Zukunft haben würden. Dennoch konnten die Gemeinden jüdisches Leben für die nächsten Jahrzehnte aufrechterhalten. Eine dritte Einwanderungswelle aus Osteuropa, genauer gesagt, aus der sich auflösenden Sowjetunion kam ab 1990 nach Deutschland. Der Fall des Eisernen Vorhangs und die politische Neuordnung Europas zum Ende der 1980er Jahre ermöglichten die jüdischen Familien die Ausreise aus der ehemaligen Sowjetunion. Zwar hatte eine religiöse Zugehörigkeit in der Sowjetunion keine Bedeutung, das Judentum galt aber als Nationalität und war als solches in den Pass eingetragen. Bei einem sowohl in der Bevölkerung wie auch staatlicherseits latent vorhandenen Antisemitismus führte dies immer wieder zu Diskriminierungen. Als die neue politische Situation dies ermöglichte, entschlossen sich viele zur Migration. Die ersten Auswanderer wollten noch in den USA, nach Israel, Südafrika, Australien. Als es aber dann im Zuge der deutschen Vereinigung eine Sonderregelung für Juden gab, machten sich ab 1990 die ersten auf den Weg nach Deutschland. Diese Zuwanderung war die größte Herausforderung für die jüdischen Gemeinden in Deutschland seit 1945. Das Mitgliederwachstum veränderte die Gesamtstruktur der Gemeinden erheblich. Die Integration der Zuwanderer wurde zu einem großen Problem. Fast alle Flüchtlinge hatten sich in der ehemaligen Sowjetunion der Religion entfremdet. Eigentlich eingerichtete Lehrkurse und Veranstaltungen versuchten den neuen Mitgliedern jüdische Traditionen und Lebensformen nahezubringen. Nicht alle Einwanderer betrachten ihren Wechsel nach Deutschland als gelungen. Die neue Sprache, der Arbeitsmarkt, aber auch die deutsche Mentalität haben einigen Probleme bereitet. Der Bekannten- und Freundeskreis blieb klein und russisch. Diese Gruppe begründet ihre Emigration meist damit, dass die Kinder in einem freien Land aufwachsen und eine bessere Zukunft haben sollen. Dieses Ziel ist in allen Fällen erreicht. Aber es gibt auch Menschen, die von sich sagen, dass sie in Deutschland angekommen sind, ihre berufliche und gesellschaftliche Integration ist gelungen. Diese Ausstellung gibt neben der Zuwanderung zwei oftmals vernachlässigten Themengebieten Raum, Kultur und Sport. Nach dem Erreichen der Gleichberechtigung suchten viele Juden den Weg in die Kultur, als aktiv Gestaltende, als Künstler, Schauspieler und Musiker, aber auch als Rezipienten. Auch der Sport wurde zunehmend für junge Juden interessant. Sie wollten das Klischee vom Juden, der keiner körperlichen Betätigung nachgeht, aufbrechen. Vor allem für viele zionistische Vereine spielte der Sport eine große Rolle. In diesen Kreisen vertrat man die Vorstellung, dass körperliche Ertüchtigung niemals nur Selbstzweck sein dürfte, sondern auch ein Mittel zur Volkserziehung sein könnte. Bei den meisten Sportbegeisterten stießen die jüdischen Sportvereine während der 1920er Jahre auf wenig Resonanz, da man ganz selbstverständlich eine Mitgliedschaft in einem allgemeinen Sportverein suchte. Erst die Einführung der sogenannten Arierparagraphen in den Satzungen aller Sportvereine und Turnvereine nach 1933 nahm etwa 20.000 Juden die Möglichkeit, gemeinsam mit Nichtjuden Sport treiben zu können. Da jüdische Sportvereine weiterhin zugelassen waren, konnten respektive mussten alle Sportinteressierten in die jüdischen Vereine wechseln.
Nun arbeiteten so unterschiedliche Vereine wie der sozialistisch-zionistische Maccabi mitsamt den Hakoah-Vereinen und der deutsch-patriotisch ausgerichtete Schild zusammen. An die Stelle früherer Konkurrenz traten Selbsthilfe und gegenseitige Fürsorge. Der konservative Schild, eine Gründung des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten, erlebte durch die Beitritte nach 1933 einen so großen Zulauf, dass er binnen weniger Monate neben Maccabi zu einem gleichbedeutenden Sportverband aufstieg. Vor 1933 gab es im Deutschen Reich 25 Maccabi-Sportvereine mit etwa 8000 Mitgliedern. Weitere 5000 Sportler hatten sich in anderen Vereinen organisiert. In den folgenden Jahren stieg die Zahl der Vereine auf über 350 an. Sie boten rund 50.000 jüdischen Menschen die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung und verschafften ihnen zumindest für eine kurze Zeit inmitten einer feindlichen Umgebung einen Anflug von Normalität. Nach der Pogromnacht vom November 1938 mussten sich auch die Maccabi-Vereine in Deutschland auflösen. Die Anfänge eines jüdischen Sports in den 1950er und 1960er Jahren waren sehr mühsam. Am 6. Juni 1961 war zwar in der Düsseldorfer Gemeinde der erste Maccabi-Ortsverein nach der Shoah gegründet worden, es gab aber große Schwierigkeiten für die deutschen Vereine an internationalen Sportwettkämpfen, jüdischen Sportwettkämpfen teilnehmen zu dürfen. Die Vorurteile vieler Juden gegen ein neues jüdisches Leben in Deutschland machten sich auch im sportlichen Leben bemerkbar. Der Düsseldorfer Sportclub gab jedoch nicht auf und konnte im Mai 1965 ein erstes internationales Tischtennisturnier mit Mannschaften aus Deutschland und den Niederlanden vermitteln. Kurze Zeit später erfolgte dann ebenfalls in Düsseldorf die Gründung eines deutschen Maccabi-Verbandes, der Ende 1965 dann auch in den Weltverband aufging. Schon ein Jahr später gab es in Deutschland 8 Vereine mit ca. 1000 Mitgliedern. Die Zuwanderungswelle in den 1990er Jahren brachte eben nicht nur den Synagogengemeinden, sondern auch diesen Sportvereinen viele neue Mitglieder. Und damit übernehmen die Sportclubs mit ihren vielfältigen Angeboten eine wichtige Rolle bei der Integrationsarbeit. In Nordrhein-Westfalen existieren aktuell 13 Maccabi-Ortsvereine, die meisten in den letzten 20 Jahren gegründet. Wie im Sport, so führte der Arierparagraf auch im Kulturbereich zu Entlassungen. Schon im April 1933 mussten viele jüdische Künstler ihre Engagements aufgeben. Kaum einer von ihnen fand im Ausland eine neue Beschäftigung. Zu den ersten prominenten Opfern dieser Ausschlüsse gehörten Max Reinhardt, der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, sowie der Intendant der Oper Berlin Charlottenburg, Kurt Singer, der spätere Leiter der jüdischen Kulturbundorganisation. Von ihm stammte die Anregung zur Unterstützung der arbeitslosen Künstler, einen Kulturbund als Selbsthilfeorganisation zu gründen. Der erste Kulturbund entstand in Berlin. Im Herbst 1933 folgten der Kulturbund Rhein-Ruhr sowie der Hamburger, Frankfurter und Breslauer. Mit etwa 5000 Mitgliedern war der Kulturbund Rhein-Ruhr nach Berlin der zweitgrößte. Für die meisten Juden war die Identifizierung mit der nichtjüdischen deutschen Kultur seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zur Selbstverständlichkeit. Zu den Kulturschaffenden gehörten viele Schriftsteller, also jüdische Schriftsteller, Verleger, Maler, Musiker, Schauspieler, Regisseure. Aber auch im Publikum saßen viele Angehörige des deutsch-jüdischen Bürgertums. Die Aufführungen des Kulturbundes waren Theater, Konzerte, Kabarett und Lesungen, boten den Teilnehmern für kurze Zeit die Möglichkeit, den Alltag zu vergessen. Es war der Versuch, eine kulturelle Gegenwelt zu schaffen, in der weiterhin jüdische Kultur und Tradition gelebt und erlebt werden konnte. Mit der Zeit
übernahm der Kulturbund mehr und mehr die Funktion einer sozialen Gemeinschaft, die den Juden in einer mehr und mehr schwieriger werdenden Situation psychisch nahe bringt. Ein erstes nach der Pogromnacht 1938 ausgesprochenes Aufführungsverbot wurde zwar einige Tage später wieder aufgehoben, die Zahl der Aufführungen nahm zusehends ab. Ab dem 11. September 1941 löste die Gestapo die gesamte Organisation des Kulturbundes. Der in dieser Ausstellung beschriebene Zeitraum ist überreich beschrieben durch mehrere Zuwanderungsbewegungen aus Osteuropa geprägt. Zwischen den aus Osteuropa zugewanderten Juden und den Alteingesessenen verlief eine deutliche Grenze. Die Einheimischen gehörten meist zum Mittelstand und blickten auf eine jahrzehntelange konsolidierte Geschäftstätigkeit zurück. Die Ostjuden betätigten sich hier vor allem als Kleinhändler und arbeiteten im Ruhrgebiet als Bergleute und in der Industrie. Beide Gruppen wohnten in ganz unterschiedlichen Stadtteilen. Während die Mehrheit der deutschen Juden in angesehenen Vierteln lebte, zogen die Einwanderer in ärmere Quartiere. In Köln, in das Griechenmarkt und Martinsviertel, in Duisburg, in die Altstadt, in Essen, in den nördlich der Stadtmitte gelegenen Segerod. Auseinandersetzungen und unterschiedliche Auffassungen gab es auch in den Fragen der Religion, so bei der Gestaltung des Gottesdienstes. Die Orgel, der Gebrauch der deutschen statt der hebräischen Sprache und der steif und formal wirkende Ablauf des Gottesdienstes erschien damals vielen Ostjuden als theatralisch oder preußisch-jüdisch. In einem ostjüdischen Gottesdienst wurde nicht nur hebräisch gebetet, es ging auch lauter, lebhafter und die ging nach Anlass trauriger oder fröhlicher zu. Die aus Galizien und Russisch-Polen stammenden Menschen ließen ihren Gemütsbewegungen im Gottesdienst freieren Lauf als die Einheimischen. Auch die im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts begonnene Einwanderung jüdischer Familien aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion hat in jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen viele neue Mitglieder gebracht, aber ebenso auch für Verunsicherung gesorgt. Bei den Alteingesessenen herrschte oftmals die Angst vor, die Neuen könnten die politische Führung in den Gemeinden an sich reißen und die gewohnten Strukturen verändern. Das Übergewicht der russischen Sprache bei Veranstaltungen in jüdischen Tagesschulen und Kindergärten bis hin zu den Plakaten in den Gemeindezentren rief bei einigen Gemeindemitgliedern zwiespältige Gefühle hervor. Kulturelle Reibungen zwischen den Eingesessenen und den Zuwanderern blieben daher nicht aus. Die mit den Neugründungen der jüdischen Gemeinde in den 1950er Jahren aufgebauten Gemeindestrukturen, vor allem die aus der damaligen Gegebenheit heraus entstandene Einheitsgemeinde, stand und steht in einer Bewährungsprobe. Die Einheitsgemeinde sollte den Gläubigen aller Richtungen, von konservativ, orthodox bis hin zu liberal, die Teilnahme am Gottesdienst ermöglichen. Die Gemeinde war auch zu klein, um Gottesdienste für die verschiedenen Ausrichtungen anbieten zu können. Der Zuwachs in den Gemeinden hat heute die Voraussetzungen für mehr Pluralismus geschaffen. Von Köln bis Unna gibt es auch einzelne Gemeinden mit liberaler Ausrichtung. War das Verhältnis innerhalb der Gemeinden in den letzten 20 Jahren nicht immer ganz einfach? So ist das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden gleichfalls bis heute sehr kompliziert. Von einer viel beschworenen, geforderten oder auch gewünschten Normalität sind wir noch weit entfernt. Das deutsch-jüdische Verhältnis ist das Ergebnis einer Entwicklung, die mit den Ideen von Humanismus, Aufklärung und Emanzipation begann, im 19. Jahrhundert aber von nationalen Interessen unterhöhlt wurde. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit waren mit einem auf strenge Abgrenzung gegenüber anderen Völkern und Kulturen bedachten Nationalismus, wie er sich in Deutschland ausbildete, unvereinbar. Die Juden sahen sich ausgegrenzt durch einen
Nationalismus, der sich auf kulturelle und religiöse Traditionen des sogenannten deutschen Volkstums berief. Dieser Widerspruch zwischen einem christlich-völkisch definierten deutschen Nationalstaat und einer jüdischen Minderheit ist bis heute nicht vollständig aufgelöst. Statt das Anderssein von Juden und auch anderen gesellschaftlichen Minderheiten zu akzeptieren, streben viele ein Einebnen dieser Unterschiede an. Viele Deutsche haben immer noch Schwierigkeiten mit der Existenz jüdischen Lebens in Deutschland richtig umzugehen. Der Zuzug von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion hat diese Verunsicherung in den letzten 25 Jahren vielleicht noch verstärkt. Mit einem Zitat habe ich begonnen, mit einem Zitat möchte ich schließen. Salomon Korn, Mitglied des Zentralrats der Juden, versuchte bereits 2003 mit Blick auf ein deutsch-jüdisches Zusammenleben ein wenig zu träumen. Zitat: Juden und Nichtjuden erkennen die zwischen ihnen vorhandenen Unterschiede gegenseitig an und begegnen sich als Individuen, nicht aber als Vertreter von Kollektiven. Das Wort Jude wird ohne Beklommenheit ausgesprochen und es haftet ihm nichts Herabsetzendes mehr an. In einer solchen deutsch-jüdischen Normalität wären Juden keine Mitbürger, sondern schlichte Bürger. Wäre dies so, würden deutsch-jüdische Gedenkveranstaltungen auch nicht mehr nur als bloße Pflichtübungen empfunden werden. Die Mehrheit der Deutschen würde die Verfolgung der deutschen Juden endlich als das verstehen, was sie wirklich war. Eine Amputation am eigenen Volk. Wenn überhaupt, kann eine befriedigende deutsch-jüdische Normalität langfristig nur durch tätiges Miteinander entstehen. Normalität entgleitet immer dann, wenn man sie zu beschwören versucht. Sie stellt sich umso eher ein, je weniger sie eingefordert wird. Nach allem, was geschah, ist es durchaus normal, dass deutsch-jüdische Normalität noch nicht normal ist. Und mit dem Zitat endet mein Vortrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Rieder, für Ihren Vortrag. Ich denke, wir haben alle eine ganze Menge davon gelernt. Und ich denke, das ist auch nochmal eine Motivation, sich die Ausstellung nochmal genauer anzuschauen. Erlauben Sie mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Meine Kollegin Ute Mahler, die Leiterin des Bonner Kinos, hat zu dieser Ausstellung ein kleines Begleitprogramm ausgesucht. Wir zeigen nächste Woche, Montag, 19 Uhr, wir sind Juden aus Breslau. Das ist unter der Regie von Karin Kappel. Und am Montag, den 19. Februar, zeigen wir einen weiteren Film, Die Unsichtbaren, da ist die Regie bei Klaus Öffling. Wir schließen jetzt den offiziellen Teil der Eröffnung mit einem Lied aus dem Ghetto Vilna, das sich in der Altstadt der litauischen Hauptstadt Vilnius befand. Das Stück heißt Jesrolik, geschrieben von Mischa Wechsler. Er starb 1943 im Ghetto, wo er das jüdische Theater und Orchester leitete.
vom Cello-Orchester der Musikschule und ich hoffe, dass ihr noch einen kleinen Verzeihungsball, denn wir könnten noch ein paar Getränke anbieten und sicherlich haben wir nicht alle alles gelesen. Dankeschön fürs Kommen.